Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Streit um die russischen Hilfslieferungen für die Ostukraine hat sich verschärft. Moskau hatte zwar gestern einen Lkw-Konvoi losgeschickt, dieser hat aber bisher die Grenze zur Ukraine nicht erreicht. Die Regierung in Kiew hatte zunächst damit gedroht, die Lastwagen nicht ins Land zu lassen. Später stellte sie Bedingungen. Unter anderem müsse die Ladung an der Grenze von unabhängiger Seite kontrolliert werden. Hintergrund ist die Befürchtung Kiews, Russland wolle unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe die Separatisten unterstützen. Ein Vorwand für eine bewaffnete Invasion? Absurd, meint Russlands Außenminister. Der Konvoi sei einfach nur 3 Kilometer Hilfe für die ukrainische Bevölkerung, so die russischen Medien. Die Ukraine könne nur eine internationale Hilfsmission akzeptieren, erwidert der Ministerpräsident des Landes. Ein eigener Hilfskonvoi sei bereits unterwegs, 270 Tonnen Hilfsgüter. Der russische Zynismus ist grenzenlos. Zuerst liefern sie Panzer, Raketenwerfer, Terroristen und Kriminelle, die auf Ukrainer schießen. Und dann bringen sie Wasser und Salz. Ukrainische Medien melden, Russland habe einem Auspacken und Umladen der Güter an einem ukrainisch kontrollierten Grenzposten nicht zugestimmt. Das machte Kiew misstrauisch. Es gebe nur eine Option, die Grenze zum Kampfgebiet bei Lugansk, sagt der Präsidentensprecher. Unsere Grenzbeamten und die OSZE werden den Konvoi untersuchen dort. Dann fahren die Lkw durch die von Separatisten kontrollierte Zone. Und in Lugansk verteilt nur das Rote Kreuz die Güter. In Donetsk kamen in der Nacht mindestens 3 Zivilisten ums Leben. Die Armee hat ihr Artilleriefeuer verstärkt. Die Behörden der Stadt sprachen von neuen Einschlägen in 10 Wohngebäuden und in einem Krankenhaus. Am Abend traf Wladimir Putin auf der Krim ein. In Sewastopol ließ der Präsident kurzfristig eine Sitzung des Sicherheitsrates einberufen. Der russische Hilfskonvoi war gestern in der Nähe von Moskau gestartet. Zunächst war geplant, dass er heute bei Charkiw die ukrainische Grenze überquert und dann nach Lugansk weiterfährt. In der Nacht hatte er Stopp gemacht in der Nähe der Stadt Woronesch. Zur Situation nahe Woronesch jetzt live Birgit Firnig. Das Verwirrspiel um den Konvoi wurde im Laufe des Tages immer größer. Mittlerweile ist nicht mehr klar, wo er sich befindet und vor allem, wo er über die Grenze gehen wird. Die Vereinbarungen zwischen der ukrainischen und der russischen Regierung sind Makulatur. Und so hat sich heute Abend das Internationale Rote Kreuz zu Wort gemeldet und seine Bedingungen noch einmal klargestellt. Die Hilfsorganisation wird die Verantwortung für den Konvoi übernehmen, solange es dort die Güter überprüfen kann, wo die ukrainische Regierung das Sagen hat. Sollte der Konvoi allerdings in Rebellengebiet über die Grenze gehen, weigert sich die Hilfsorganisation, den Konvoi und den Inhalt als humanitäre Hilfe anzuerkennen. Und damit zurück nach Hamburg zu Judith Raker. Die Kurden im Irak erhalten nach dem schnellen Vormarsch der Terrormiliz Islamischer Staat Militärhilfe aus Europa. Als erstes EU-Mitglied will Frankreich Waffen liefern. Die Kurden kämpfen gegen die Extremisten im Nordirak. Die USA schickten außerdem weitere Militärberater. Großbritannien kündigte eine internationale Aktion zur Rettung der Flüchtlinge an, unter ihnen viele Angehörige der religiösen Minderheit der Jesiden. Manche Waffen, mit denen die Peschmerga-Milizen kämpfen, gehören ins Museum. Ihre Gegner vom Islamischen Staat dagegen haben in verlassenen Stützpunkten der irakischen Armee modernes Gerät erbeutet. US-Luftschläge haben die IS-Terroristen gebremst, aber um sie zurückzudrängen, brauchen die Kurden moderne Waffen, sagt der Peschmerga-Kommandant. Die USA und Frankreich wollen liefern, aber bislang sei noch nichts gekommen. Wichtig hier ist zu sagen, dass diese Hilfe dringlich ist,
Und wie schnell das geschieht, je schneller das geschieht, umso besser. Grenzposten Chasar, etwa 30 Kilometer vor Mosul. Ein Flüchtlingslager, verlassen. Bis vor einer Woche lebten hier noch Menschen, die aus Mosul geflohen waren. Jetzt wurden sie erneut vertrieben. Da drüben beginnt das Herrschaftsgebiet der Terroristen vom Islamischen Staat. 380.000 Iraker sind in die Kurdengebiete geflohen. In Erbil hausen sie in Rohbauten und unter freiem Himmel. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth fordert in Erbil statt Waffenlieferungen eine internationale humanitäre Offensive. Das technische Hilfswerk etwa solle Camps für Vertriebene bauen. Es hört sich so gut an, wir schicken jetzt deutsche Waffen. Erstens haben wir aus guten Gründen Rüstungsexportrichtlinien. Die nehme ich sehr ernst. Ich habe die übrigens mitverhandelt. Ich weiß genau, was da drin steht. Und da steht drin, dass deutsche tödliche Waffen nicht in Krisenregionen geliefert werden dürfen. Das ist bindend. Deutschland will Schutzwesten liefern, Fahrzeuge oder Sprengstoffsuchgeräte. Die Kurden sind damit nicht zufrieden. Sie hoffen auf Waffen, mit denen sie Terroristen abwehren können. In Deutschland wird weiter über Waffenlieferungen an die Kurden im Nordirak diskutiert. Die Bundesregierung will zunächst sogenannte nicht tödliche Rüstungsgüter liefern, wie Fahrzeuge, Schutzwesten und Helme. Sie könnten nach Einschätzung des Verteidigungsministeriums in Kürze vor Ort eintreffen. Waffenexporte sind in der Koalition aber umstritten. Für die Kanzlerin und ihr Kabinett ist der Sommerurlaub vorerst vorbei. Die Krise im Nordirak verlangt nach schwierigen Entscheidungen. Der Außenminister hält sich öffentlich noch zurück. Die Verteidigungsministerin übernimmt die Planung. Wir schauen, was wir zusammenstellen können, ob es Zelte oder Decken sind, ob es medizinisches Material für Soldaten ist, aber auch Helme, Schutzwesten, Nachtsichtgeräte, Unimox, um nur einige Themen zu nennen. Militärische Ausrüstung ja, Waffen vorerst nein. Ein Grund für die Zurückhaltung, wer weiß, wem die Waffen in die Hände geraten. Außerdem sind im Irak schon sehr viele Waffen aus dem Ausland im Umlauf. Auch Deutschland hat dazu beigetragen. In den Jahren 2011 und 2012 waren das Kampfhubschrauber, Kleinwaffen, darunter Maschinengewehre und Munition. Das sind insgesamt Waffen im Wert von 356 Millionen Euro. Doch inzwischen gilt der Irak als Krisenregion, in die Deutschland eigentlich keine Waffen exportieren will. Die unkontrollierte Waffenfrage und insbesondere eine unübersichtliche innenpolitische Situation, die ja scheinbar auch dazu führen könnte, dass es in Zukunft wieder mal einen Bürgerkrieg im Irak gibt, das sind berechtigte Fragen, die müssen diskutiert werden. Unionspolitiker halten dagegen. Jetzt brauche es direkte Waffenlieferungen an die Kurden. Da können wir nicht zugucken. Die Engländer haben schon Hubschrauber geliefert. Es ist höchste Zeit, dass wir etwas tun. Und Frankreich liefert seit heute Waffen an die Kurden. Im deutschen Regierungslager gehen die Meinungen noch weit auseinander. Vielleicht will man sich auch deshalb nur in engster Abstimmung mit den europäischen Partnern entscheiden. Am Freitag treffen sich dazu die EU-Außenminister. Waffen aus Europa für Kurden im Irak? Bei tagesschau.de finden Sie die unterschiedlichen Positionen innerhalb der EU. Dazu eine Umfrage, ob auch Deutschland offensive Rüstungsgüter liefern sollte. In Berlin gedachte man heute der Opfer des Mauerbaus von 1961. Am 53. Jahrestag wurden in Anwesenheit des Berliner regierenden Bürgermeisters Wowereit an der zentralen Gedenkstätte in der Bernauer Straße Kränze niedergelegt. Am 13. August hatte der Bau der Berliner Mauer begonnen. Mehr als 28 Jahre war die Stadt durch eine 155 Kilometer lange Grenze getrennt. Mindestens 138 Menschen starben allein hier bei Fluchtversuchen. In den Schweizer Alpen hat es ein schweres Zugunglück gegeben, allerdings verlief es deutlich glimpflicher als zunächst befürchtet. Bei dem Unglück im östlichen Kanton Graubünden wurden 11 Menschen verletzt. Der Zug der Rätischen Bahn war auf dem Weg von St. Moritz nach Chur. Auslöser des Unglücks war ein Erdrutsch. Offenbar hatten zuvor heftige Regenfälle den oberhalb der Strecke liegenden Berghang aufgeweicht. Nach Angaben der Polizei entgleisten 3 Wagen des Zuges. Einer von ihnen sprang zur Hälfte aus dem Gleisbett. Ein anderer stürzte den Steilhang einer Schlucht hinab und blieb an Bäumen hängen. Polizei und Rettungskräfte brauchten mehrere Stunden, um alle Passagiere zu bergen. Vor Ort waren bis zu 100 Rettungskräfte und 4 Helikopter im Einsatz. Die unverletzten Passagiere brachten sich zu Fuß in Sicherheit. In Köln ist heute die Gamescom eröffnet worden, eine der weltweit bedeutendsten Messen für Computer- und Videospiele. Auch in diesem Jahr präsentieren Aussteller ihre Produkte, die von Fachbesuchern und Spielefans teilweise vor Ort getestet werden können. Ein Thema in diesem Jahr bei den Neuvorstellungen sind die großen, aufwendigen Grafiken der Spiele.
Sie sehen fast aus wie Kinofilme, die Spiele-Blockbuster für die neue Konsolengeneration. Riesige Welten, komplexe Geschichten, detaillierte Animationen. Assassin's Creed Unity etwa entführt den Spieler in die Zeit der Französischen Revolution. Immer auf der Suche nach so viel Realismus wie möglich. Bei Notre Dame zum Beispiel wollten wir, dass es perfekt ist. Wir haben historische Bücher gewälzt, um herauszufinden, wie die Kathedrale 1789 ausgesehen hat. Wir haben jedes Detail nachgebildet. Allein darin stecken 5000 Tage Arbeit. Die Entwicklung solch aufwendiger Spiele kann dreistellige Millionensummen kosten, etwa beim gerade erschienenen Destiny, das als das teuerste Spiel aller Zeiten gilt. Es kann alleine, aber auch online mit anderen gespielt werden. Ein Trend, der sich überall durchsetzt. Also in der Tat gibt es eigentlich kaum noch ein Spiel, das nicht in irgendeiner Weise mit dem Internet, mit YouTube, mit Facebook, mit anderen Plattformen verbunden ist. Wir sprechen da auch vom Cross-Plattform-Spielen. Sprich, Sie spielen in einer Spielewelt, zum Beispiel auf der Konsole. Ich bin gerade unterwegs, auf dem Weg zur Arbeit. Und wir spielen gemeinsam im selben Spiel, aber ich spiele auf dem Smartphone und Sie auf der Konsole. Heute ist die Gamescom noch Fachbesuchern vorbehalten. Von morgen an dürfen dann auch die Fans rein. Die Hollywood-Legende Lauren Bacall ist tot. Sie starb im Alter von 89 Jahren in New York. Berühmt wurde sie durch Filme wie Tote schlafen fest und Wie angelt man sich einen Millionär. Eines ihrer Markenzeichen war der intensive Blick in die Augen ihrer Filmpartner. 7 Jahrzehnte dauerte Bacalls Filmkarriere. Für ihr Lebenswerk erhielt sie 2009 einen Ehren-Oscar. Dieser Blick, diese Stimme, keine war verführerischer als Lauren Bacall. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Die Männer verzaubert von ihrem legendären Augenaufschlag auf der Leinwand wie im richtigen Leben. An der Seite von Humphrey Bogart debütiert sie 1944 in Haben oder Nichthaben. Der Film macht die 19-jährige Bacall über Nacht zum Hollywood-Star. Ein Jahr später heiratet sie den 25 Jahre älteren Frauenstar. Bacall und Bogart gelten als Traumpaar, stehen auch privat im Rampenlicht und gemeinsam vor der Kamera. Nothing you can't fix. Aber sie spielt auch mit anderen, Rock Hudson oder Gregory Peck, eine unwiderstehliche Herzensbrecherin, mal unschuldiges Mädchen, mal verruchter Vamp. Sie sehen ja so bedrückt aus. Humphrey Bogart stirbt 1957. Nach einer kurzen Romanze mit Frank Sinatra heiratet Lauren Bacall den Schauspieler Jason Robards. Die Ehe scheitert und später bekennt sie, meine Männer waren alle ein Fehler, außer Bogart. Mütterlich statt männermordend, ihre späteren Rollen im Film und auf der Bühne. Lauren Bacall ist gestern im Alter von 89 Jahren gestorben. Borussia Dortmund hat den ersten Titel der neuen Fußballsaison gewonnen. Der BVB besiegte den FC Bayern München im Supercup mit 2:0. Der erste Titel der Saison gehört Borussia Dortmund. 10 Tage vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison setzte sich der BVB gegen den deutschen Meister aus München durch. Die Bayern waren mit einigen deutschen Weltmeistern angetreten, die gerade erst mit der Vorbereitung begonnen haben. Und das sah man den Gästen aus München an. Die Borussia besser und in der 23. Minute mit dem 1:0 durch Henrik Mkhitaryan. Da war auch der frisch gekürte deutsche Fußballer des Jahres, Manuel Neuer, im Bayern-Tor machtlos. Er war bis zur Pause noch der beste Münchner. Bei denen Robert Lewandowski, im Sommer vom BVB nach München gewechselt, übrigens wirkungslos blieb. Ganz anders die Westfalen, die auch die zweite Hälfte mit Tempo bestimmten. Aubameyang nach einer guten Stunde zum 2:0. Bei so viel Sprungkraft stellt der extrovertierte Gabuner sogar manchen Superhelden in den Schatten. Die Dortmunder gewinnen und zeigen, dass bei der Bayern-Verfolgung mit ihnen zu rechnen sein kann. Anderthalb Wochen vor Saisonstart scheint der Rekordmeister hingegen noch nicht in Form, zumal sie auch noch Martinez mit Verdacht auf Kreuzbandriss verloren. Die Lottozahlen: 3, 24, 30, 36, 41, 46, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 14. August. Unser Wetter wird weiter von einem großräumigen Tiefdrucksystem mit nur mäßig warmer Atlantikluft bestimmt. Erst am Sonntag ist im Süden Wetterbesserung in Sicht.
In der Nacht zieht der teilweise noch kräftige Regen aus der Mitte und der Osthälfte ostwärts ab. An der Nordsee sind weiter Schauer und Gewitter unterwegs, sonst klart es von Westen her gebietsweise auf. Morgen gibt es einen Wechsel von Sonne und zum Teil dichten Wolken und dabei gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter. Am freundlichsten verläuft der Tag im Osten. Heute Nacht sind auf den Bergen im Süden schwere Sturmböen möglich. Morgen verbreitet mäßiger, an den Küsten frischer und bei Schauern stark böiger Wind. In der Nacht Abkühlung auf 16 Grad an der Nordsee bis 6 Grad am Alpenrand. Morgen werden verbreitet nur 17 bis 22, im Nordosten bis 24 Grad erreicht. Die Aussichten. Am Freitag viele Wolken, verbreitet Schauer und örtlich Gewitter. Am freundlichsten wird es an der Ostsee. Das Wochenende bleibt durchwachsen mit Sonne, Wolken, Schauern und vereinzelten Gewittern. Sonntag wird es im Süden überwiegend freundlich. Um 22.15 Uhr begrüßt sie Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Konvoi aus Russland, die umstrittene Hilfe für die Ostukraine und die verfolgten Jesiden, die Diskussion um Waffenlieferungen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.